Das Comeback des Froschkönigs von Lukas Baumeister. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, als es noch Schlösser gab, ein Froschkönig, der in einem Brunnen lebte. Von dem wusste aber niemand was. Doch der Zufall wollte, dass in dieses Schloss mit dem Froschkönigbrunnen der König einzog. Die Königin gebar dann ihr blödes Baby, es wuchs auf und das ganze Blabla halt noch. Eines wunderschönen Tages dann ging die behämmerte, eingebildete Prinzessin Anna Theresa zum Brunnen, um Wasser zu holen. Dabei hatte sie ihren geliebten Gameboy DS dabei. Und wie das Leben halt so spielt, musste der Gameboy natürlich in den Brunnen fallen. Wie blöd kann ein Mensch sein? Es machte Platsch und weg war er. Die Prinzessin fing an zu heulen, so laut und lang, bis es schließlich von unten ertönte. »Ey Mann, halt's Maul, ich kann nicht mal hier chillen!« Verwundert blickte die Prinzessin in den Brunnen. In der hintersten Ecke flackte der fette Froschkönig. Er biss an einer Fliege herum. »Hallo Frosch, kannst du mir bitte, bitte den Gameboy vom Grund holen?« fragte die Prinzessin. »Was springt für mich dabei raus?« fragte der Froschkönig. »Für dich? Gar nichts. Aber ich sag meinem Papa, dass er dich nicht essen soll.« »Mich essen? Wieso das denn?« »Mein Papa ist Franzose,« sagte die Prinzessin. Da bekam der Frosch einen Riesenschiss, tauchte in den Brunnen und holte den DS hervor. Die Prinzessin bedankte sich artig und wollte gehen. Doch da sagte der Frosch, »Halt! Bevor du gehst, möchte ich, dass du mich gegen die Wand wirfst.« »Was?« fragte Anna Theresa verdutzt. »Ich soll dich gegen die Wand werfen?« »Ja, ich hab das Märchen »Der Froschkönig« nämlich gelesen und da war es so.« »Na gut«, sagte die Prinzessin, nahm den Froschkönig und schmetterte ihn gegen die Wand. Es machte Flatsch und der Frosch war platt. Er war nämlich gar nicht der Froschkönig. Der wurde im gleichen Moment in Russland befreit. Tja, die Prinzessin bekam so einen Riesenschreck, dass sie ins Koma fiel. Ihr blöder DS war wegen des Wassers kaputt. Es gab 300 Froschkönige auf der Welt und 299 wurden von den Franzosen gefressen. Nur der eine in Russland überlebte.
Das Comeback des Froschkönigs von Lukas Baumeister. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, als es noch Schlösser gab, ein Froschkönig, der in einem Brunnen lebte. Von dem wusste aber niemand was. Doch der Zufall wollte, dass in dieses Schloss mit dem Froschkönigbrunnen der König einzog. Die Königin gebar dann ihr blödes Baby, es wuchs auf und das ganze Blabla halt noch. Eines wunderschönen Tages dann ging die behämmerte, eingebildete Prinzessin Anna Theresa zum Brunnen, um Wasser zu holen. Dabei hatte sie ihren geliebten Gameboy DS dabei. Und wie das Leben halt so spielt, musste der Gameboy natürlich in den Brunnen fallen. Wie blöd kann ein Mensch sein? Es machte Platsch und weg war er. Die Prinzessin fing an zu heulen, so laut und lang, bis es schließlich von unten ertönte. »Ey Mann, halt's Maul! Ich kann nicht mal hier chillen!« Verwundert blickte die Prinzessin in den Brunnen. In der hintersten Ecke flackte der fette Froschkönig. Er biss an einer Fliege herum. »Hallo Frosch, kannst du mir bitte, bitte den Gameboy vom Grund holen?« fragte die Prinzessin. »Was springt für mich dabei raus?« fragte der Froschkönig. »Für dich? Gar nix. Aber ich sag meinem Papa, dass er dich nicht essen soll.« »Mich essen? Wieso das denn?« »Mein Papa ist Franzose«, sagte die Prinzessin. Da bekam der Frosch einen Riesenschiss, tauchte in den Brunnen und holte den DS hervor. Die Prinzessin bedankte sich artig und wollte gehen. Doch da sagte der Frosch, »Halt! Bevor du gehst, möchte ich, dass du mich gegen die Wand wirfst.« »Was?« fragte Anna Theresa verdutzt. »Ich soll dich gegen die Wand werfen?« »Ja, ich hab das Märchen Der Froschkönig nämlich gelesen und da war es so.« »Na gut«, sagte die Prinzessin, nahm den Froschkönig und schmetterte ihn gegen die Wand. Es machte Flatsch und der Frosch war platt. Er war nämlich gar nicht der Froschkönig. Der wurde im gleichen Moment in Russland befreit. Tja, die Prinzessin bekam so einen Riesenschreck, dass sie ins Koma fiel. Ihr blöder DS war wegen des Wassers kaputt. Es gab 300 Froschkönige auf der Welt und 299 wurden von den Franzosen gefressen. Nur der eine in Russland überlebte.